Herzlich willkommen zu diesem zweiten Video aus meiner Reihe Erste Schritte mit PowerPoint 2016. Und hier haben wir eine sehr leichte Übung vor uns. Es geht hier um Texte bearbeiten. Man sieht hier schon, was wir alles machen wollen. Es geht hier mal um Texte markieren. Wir kennen das schon aus der Textverarbeitung, also aus Word zum Beispiel. Ich klicke hier hinein und wir sehen schon den Cursor. Mit einem einfachen Klick kann ich ein Wort markieren, mit einem Doppelklick kann ich einen ganzen Absatz markieren. Ich kann auch bei gedrückter Maustaste hier größere Bereiche markieren. Kopieren kann ich es natürlich auch. Ich wähle mir gleich hier etwas, mache rechte Maustaste kopieren, gehe jetzt hierher in diese neue Zeile, mache rechte Maustaste dann einfügen. Hier zum Beispiel habe ich mehrere Möglichkeiten. Nur Text übernehmen wäre das hier. Oder ich verwende einfach eine Tastenkombination. Fürs Einfügen Steuerungstaste V. Oder fürs Ausschneiden Steuerungstaste X zum Beispiel. Das gleiche wiederum natürlich mit der rechten Maustaste Ausschneiden, das heißt übers Menü. Und wieder dann Einfügen Steuerungstaste V zum Beispiel. Ja, dann sind wir beim Textfelder einfügen. Da gibt es bei Word eine einfache Möglichkeit. Ich muss mich dazu nur in der richtigen Registerkarte befinden. Ich gehe jetzt mal in irgendeine und möchte dann zur Start zurück, falls ich nicht schon bei Start bin, und kann dann hier ein Textfeld einfügen. Ich gehe hier auf Textfeld. Verändert sich der Mauszeiger und habe dann hier ein Textfeld und kann dann hier dann etwas eintippen. Nehme jetzt hier ein Wort und habe da schon eingefügt. Wenn ich das jetzt hier kombiniere mit dem Kombinieren, kann ich hier zum Beispiel diesen gesamten Satz dann markieren, kann das hier kopieren, gehe dann hier hinein, markiere dann das, was ich hier in diesem Textfeld habe und füge das dann zum Beispiel mit Steuerungstaste V ein. Ich kann es im Textfeld ganz bequem verschieben. Ich nehme es einfach an den äußeren Markierungen, kann es auch hier in der Größe verändern zum Beispiel. Kann auch hier herum dann zum Beispiel so ein Textfeld auch da ganz einfach drehen. Dann sind wir beim Textformatieren. Ich markiere hier einen bestimmten Bereich, den ich verändern möchte. Es erscheint hier gleich so eine Art Hilfsmenü. Kann hier dann zum Beispiel auch die Schriftart verändern. Könnte hier dann irgendetwas nehmen. Die hier zum Beispiel für hier. Nehme ich dann wieder eine andere Schriftart, sollte halt dann danach natürlich auch gut lesbar sein und kann dann auch, wenn auf dem markierten Text dann auch die Schriftgröße verändern. Hier zum Beispiel 48 könnte ich nehmen. Dann natürlich geht es darum, auch Textformatierungen anzuwenden, wie fett, kursiv, unterstrichen und schattiert. Dazu wähle ich mir hier etwas aus wieder, wähle hier fett, dann vielleicht auch noch kursiv, ja, kommt diese Neigung und dann auch noch unterstrichen. Dann fehlt mir an und für sich nur noch das Schattiert. Das könnte ich hier herum machen, in diesem Menü. Dann erscheint es hier wie ein kleiner Schatten. Wenn ich das jetzt hier vergrößere, dieses eine Wort, ein recht großes Wort, und den wähle ich jetzt hier dann schattiert, dann sieht man vielleicht das etwas besser. Dann kann ich natürlich dementsprechend auch dann die Schriftfarbe verändern. Ich gehe hier auf Schriftfarbe, habe hier Rot, kann in einem Auswahlmenü auch andere Farben mir dann anschauen mit der linken Maustaste, klicke ich hinein. Das zeigt man sehr schön in der Vorschau, wie das dann ausschauen würde. Je nachdem, welche Farbe ich wählen würde, wählen wir jetzt dann zum Beispiel dann diese. Ich kann hier die Groß- und Kleinschreibung dann verändern, indem ich einmal hierher gehe, zu diesem Menü, und könnte hier zum Beispiel wählen, dass nur Großbuchstaben angezeigt werden. Oder dass umgedreht wird, die Kleinschreibung. Ja. Oder nur Kleinbuchstaben. Ich wähle einmal nur Großbuchstaben. Und so kann ich das sehr geschickt dann arbeiten. Wenn ich schrittweise vergrößern möchte, kann ich hier diese Taste verwenden, beziehungsweise diese Schaltfläche, mache es wieder kleiner. Wenn ich einen Text dann ausrichten möchte, das heißt, ob er links steht, in der Mitte oder zentriert, dann kann ich das auch sehr bequem machen, auch wieder aus diesem Hilfsmenü heraus. Setze ich einmal in die Mitte, dann wiederum rechte Maustaste, könnte ich ihn auch nach links setzen, also linksbündig nennt man das. Und ich könnte es natürlich auch dann wieder rechtsbündig machen. Die zuletzt gezeigten Schritte gehen dann auch hier sehr schön herum oder hier in diesem Bereich dann. Soweit, so gut und viel Spaß mit PowerPoint und schau dir auch den nächsten Teil dann an.